Gott, liebe Glaubensfamilie. Schön, dass Sie wieder dabei sind, um den Gottesdienst mit uns zu feiern. Meine Kollegin und Freundin, Pfarrerin Manuela Reisig, hat den Gottesdienst heute für uns gestaltet. Ich wünsche uns allen eine erfüllte Zeit. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch für die Spenden, die wieder eingegangen sind. Das ist toll, dass Sie uns nicht vergessen. Denn gerade jetzt gibt es viele Projekte, die auch noch Unterstützung brauchen. Vielen Dank, ein herzliches Vergelt's Gott. Der Lockdown, liebe Kirchenfamilie, der geht immer noch weiter. Lange haben wir diskutiert im Kirchenvorstand. Wenn wir jetzt noch mehr auf Kontaktbeschränkungen achten müssen, können wir dann die Gottesdienste schon wieder in der Kirche anbieten. Mit schwerem Herzen haben wir den Beschluss gefasst, den Lockdown noch einmal mitzugehen. Nochmal warten mit den Gottesdiensten in der Kirche. Ich weiß, Ihnen fällt es schwer und mir auch. Gerne würde ich wieder mit Ihnen in der Kirche feiern. Wir müssen uns noch etwas gedulden. Und wir tun das. Wir haben die Geduld, Sie und ich, weil wir gesund durch diese Zeit kommen wollen. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Unsere Kirche ist aber sonntags auch offen um 9:30 Uhr. Dort können Sie hineingehen, eine Kerze anzünden und beten. Und wenn Sie gerne möchten, dass ich mit Ihnen bete, dann sagen Sie mir doch einfach Bescheid. Ich tue das zwar jeden Tag, aber ich käme auch in die Kirche mit Abstand, um mit Ihnen persönlich zu beten. Bleiben Sie gesund und ich freue mich auf unseren gemeinsamen Gottesdienst am 24. Januar. Zum Wohl, liebe Gemeinde. Ich begrüße Sie heute mit einem Glas Wein in der Hand hier in der Heiligkreuzkirche in Bubenheim. Ein Glas Wein, das verbinden wir mit einem festlichen Anlass. Ja, und auch ein Gottesdienst ist ein Fest, zu dem Gott uns einlädt, auch wenn die Umstände leider immer noch wenig festlich sind. So freue ich mich doch, dass Sie heute das Fest mitfeiern, wo immer Sie auch sind. Unser Leben sei ein Fest. Jesu Geist in unserer Mitte. Jesu Werk in unseren Händen. Jesu Geist in unseren Werken. Unser Leben sei ein Fest an diesem Morgen und jeden Tag. Feiern und loben, bitten und danken. Leben für Gott aus Liebe. Und weitergeben.
gekommen, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Ein heller Stern ist aufgegangen über uns. Aber können wir den Stern auch sehen? Wir schauen auf die aktuellen Corona-Zahlen. Wir informieren uns über die neuesten Beschränkungen und wir leiden unter den Kontaktbeschränkungen. Wir möchten wieder Gottesdienst feiern ohne Abstand und mit vielen Liedern. Wann wird das möglich sein? Wie lange müssen wir noch durchhalten? Wir bitten Gott um sein Erbarmen. Ein heller Stern ist aufgegangen über uns. Wer ihm folgt, wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern den Weg zum Leben finden. Amen. Lasst uns beten. Zu dir, ewiger Gott, kommen wir mit den Fragen unseres Lebens, mit all dem Ungelösten und Offenen, mit all den Ängsten und Unsicherheiten. Dich bitten wir, schenke uns einen getrosten Glauben durch Jesus Christus, unseren Wegbegleiter, in guten und in schlechten Zeiten. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext für den zweiten Sonntag nach Epiphanias steht bei Johannes im zweiten Kapitel. Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Liebe Gemeinde, ja, wenn es nur der Wein gewesen wäre. Im zurückliegenden Jahr waren es viele Hochzeiten selbst, die abgesagt werden mussten. Ich erinnere mich an so manches Telefonat mit Brautpaaren. Wie lange sollen wir noch warten? Wann müssen wir uns entscheiden? Mit welchen Auflagen können wir feiern, wenn wir es trotzdem wagen? Einige Brautpaare haben sich dann dafür entschieden, nur standesamtlich zu heiraten und die kirchliche Trauung zu verschieben. Andere haben es im Sommer gewagt und gefeiert, mit weniger Gästen und mit Maske auf dem Standesamt und in der Kirche. Ja, wenn es nur der Wein gewesen wäre. Wir hören diese Geschichte vom Weinwunder in Kana heute ganz anders als früher. Wir hören sie auf der Erfahrung all der abgesagten und ausgefallenen Feste im vergangenen Jahr. Der Wein, der steht ja symbolisch für Feste und gemeinsames Feiern, für Lebensfreude und Fülle. Ja, und da sind wir momentan weit davon entfernt. Wir hatten über Weihnachten und die Jahreswechsel alle Gottesdienste abgesagt.
Es schien uns nicht zusammenzupassen. Kontaktbeschränkung und dann viele Menschen im Gottesdienst. Frohe Weihnacht und Abstand halten aus Angst vor Ansteckung. Oder fröhliche und nicht singen dürfen, weil beim Singen besonders viele Aerosole ausgestoßen werden. Es ist uns schwer gefallen. Weihnachten ohne Gottesdienste, das war wie eine Hochzeit ohne Wein. Die rechte Stimmung kam nicht auf. Ja, das Jahr 2020 war das Jahr des ausgegangenen Weines. Und das neue Jahr hat schon genauso begonnen. Schon überlegen einige Brautpaare, ja, können wir dann im Mai oder im Juni so heiraten, wie wir uns das vorgestellt hatten? Junge Eltern fragen sich, wann sie die Taufe ihres Kindes feiern können. Und wie wird das mit den Konfirmationen in diesem Jahr sein? Mit runden Geburtstagen und Jubiläen? Fragen über Fragen. Sie haben keinen Wein mehr, sagt Maria zu ihrem Sohn Jesus. Und ich könnte jetzt freilich so weiter predigen und aufzählen, was wir im Moment alles nicht haben, worauf wir verzichten müssen. Aber, und davon bin ich überzeugt, wir werden das alles wiederbekommen. Unsere Weingläser, um im Bild zu bleiben, werden wieder gefüllt werden. Das Schöne, die Freude und die Gemeinschaft, die Feste und auch die Urlaube, alles, was wir lieben, werden wir wiederbekommen. Mir ist aber zum ersten Mal etwas anderes aufgefallen an dieser Geschichte. Es ist ja nicht nur der Wein ausgegangen an diesem Tag. Auch die steinernen Wasserkrüge, 6 an der Zahl, so hören wir, sind leer. Und das ist auch peinlich. Nach Sitte und religiösem Gebot hätten doch vor dem Festessen die Gebete und die rituellen Reinigungen mit sauberem Wasser stattfinden müssen. Warum sind die Wasserkrüge dann leer? Gut, man könnte argumentieren, die ersten rituellen Waschungen haben schon stattgefunden. Aber wir wissen auch, dass sich zur damaligen Zeit Hochzeiten über mehrere Tage hingezogen hatten. Da hätte immer frisches Wasser da sein müssen. Ob man es mit der Religion und den Bräuchen nicht so genau genommen hatte? Geht uns auch das Wasser aus? Wenn man den Prognosen Glauben schenken will, dann wird sich das kirchliche Leben in den nächsten Jahren dramatisch verändern. Die Gemeinden werden kleiner und es wird immer weniger Pfarrerinnen und Pfarrer geben. Der Glaube, der Generationen vor uns geprägt hat, wird auch immer seltener an die Kinder weitergegeben. Stehen wir heute etwa vor leeren Glaubenskrügen? Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Die steinernen Krüge alle mit Wasser füllen, das ist anstrengend. 6 Krüge sind es und in einen Krug gehen etwa 100 Liter Wasser. Das heißt, dass man für einen Krug mindestens ein paar Mal mit kleinen Krügen zum Brunnen laufen muss, um Wasser zu schöpfen. Und dann schleppen und in die großen Krüge gießen. Schöpfen, laufen, gießen. Und das viele Male. Ja, das ist anstrengend. Das kostet Kraft. Und wie ist das mit dem Glauben? Den Glauben wachhalten und pflegen, das geht auch nicht einfach so von alleine. Dazu gehört es eben auch, dass ich am Sonntag in die Kirche gehe und mir die Auslegung eines Bibeltextes anhöre. Ja, dass ich selbst einmal in der Bibel lese, dass ich mit anderen über den Glauben ins Gespräch komme, dass ich mich im Gebet einübe. Denn Beten, das ist nicht nur eine Frage des persönlichen Bedürfnisses, sondern auch eine Frage der Disziplin. Und dann nicht zuletzt den Glauben auch umsetzen in eine Praxis, die zum Alltag passt und den Alltag verändert. Ja, und all das, das ist immer wieder aufs Neue eine große Herausforderung.
Die Wasserkrüge sollen gefüllt sein. Sitten und Gebräuche sollen gepflegt werden. Es ist schon ein paar Jahre her, da hat mich eine Konfirmandenmutter einmal gebeten, lernen Sie mit unseren Kindern Lieder auswendig, Gebete und andere Texte, damit sie später einmal etwas haben, an dem sie sich festhalten können. Ja, aber ist es damit getan? Einfach etwas auswendig lernen und aufsagen? Ich meine, das nützt wenig, wenn es nicht auch inwendig gelernt würde. Die englische Sprache hat für auswendig lernen ein schönes Wort, learning by heart, mit dem Herzen lernen. Ja, erst wenn die Worte eines Liedes, Gebetes oder Psalmes zu meinen eigenen Worten geworden sind, dann und erst dann können sie mich auch durch schwere Zeiten tragen. Zurück zur biblischen Geschichte. Nicht die vollen Wasserkrüge sorgen dafür, dass das Fest weiter gefeiert werden kann, dass die Freude nicht ausgeht und die Menschen enttäuscht nach Hause gehen. Erst als Jesus das Wasser in Wein verwandelt, dann kann das Fest weitergehen. Ja, und was heißt das auf die Kirche, auf die Gemeinde übertragen? Das bloße Festhalten an religiösen Bräuchen und Traditionen rettet uns nicht. Ja, das kann manchmal sogar ein recht freudloses Unterfangen sein, weil es schon immer so war. Das ist doch das Totschlagargument. Und mir als Pfarrerin hat dieses Argument schon so manches Mal die Freude geraubt. Und wir brauchen die Freude. Die Freude am gemeinsamen Gottesdienst feiern. Die Freude am Glauben, die Freude darüber, dass Gott Mensch wurde und wir seine Kinder heißen dürfen. Liebe Gemeinde, füllen wir unsere Glaubenskrüge mit Wasser und dann bitten wir Jesus, dass er aus Wasser Wein macht, aus dem Alltag ein Fest, aus dem Einerlei eine große Freude. Amen. Und der Friede Gottes, der unser Denken und Begreifen weit übersteigt, bewahre unsere Herzen und unsere Gedanken in Christus Jesus. Amen. Verwandeln kannst. Blinde machst du sehend, Taube hörend und Stumme lässt du reden. Du verwandelst Wasser in Wein und lässt Weinende wieder lachen. Du machst aus Sündern Begnadigte und wächst Tote zu neuem Leben. Jesus Christus, wir möchten daran glauben, dass du alles verwandeln kannst. Lass uns durchhalten und führe uns durch diese Krise.
und verwandle uns danach in dankbare Menschen, die sich wieder an den einfachen Dingen des Lebens freuen können. Jesus Christus, dir befehlen wir alle Menschen an, denen die Freude ausgegangen ist, die Einsamen und Kranken, die Überforderten und Gestressten, die Kinder und Jugendlichen, die nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen können. Alle, die um ihre Existenz bangen, die Traurigen und die Trauernden. Fülle allen die leeren Krüge mit dem Wasser des Lebens und dem Wein der Festfreude. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit Gottes Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Liebe Gemeinde, auf ihr Wohl, bleiben Sie gesund und behütet. Thank you.